Grüß euch Leute, aufgrund der letzten vergangenen Ereignisse mit zentralen Instanzen im Kryptomarkt habe ich uns einen Experten und wir kennen ihn glaube ich alle, den Andres, mit ins Gespräch geholt. Denn ich suche so ein paar Andockstellen, wo man einfach viel Infos rausholen kann, wie in diesen Marktlagen das ganze Sentiment ist, warum DeFi so wichtig ist, wie man es immer wieder sieht, wie sicher DeFi ist oder auch welche Risiken DeFi hat. Und da ist jetzt der André von Grizzlyfy dabei und wir haben die Ehre, mit ihm ein bisschen über DeFi zu quatschen, denn es gibt auch DeFi-Gegner, die halt sagen, naja, ein Smart Contract kann gehackt werden, braucht man im Endeffekt nicht bei DeFi, weil da kann auch die Börse das Geld crashen und da hätte ich gerne mal ein bisschen ein paar Worte von dir zu dem ganzen Thema DeFi, DeFi, wo haben wir da die Unterschiede, Benefits und negativen Punkte? Yes, erstmal danke fürs Einladen. Immer gern, immer gern. So kurzfristig geklappt hat. Die letzten Tage, beziehungsweise die letzten Stunden vor allem, sehr, sehr turbulent, crazy, was da gerade abgeht. Wir haben es gerade vorhin kurz darüber gewitzelt, also mega crazy, was passiert. Wenn man sich das vor einem Monat, wenn man das jemandem vor einem Monat erzählt hätte, hätte das niemand geglaubt, dass die zweitgrößte Kryptobörse einfach mal kurz explodiert. Und ja, viele Leute, vor allem auch Sam Bankman-Fried, der CEO und Founder von FTX, haben sich sehr stark gegen DeFi ausgesprochen. Deswegen hat Sam Bankman auch eine ganze Stange Hate abbekommen aus der Crypto-Community. Und es ist mega, mega spannend. Man spricht immer davon, dass DeFi so unsicher ist, so unreguliert. Jetzt so die Erfahrungen, meine Erfahrungen in den letzten 2 Jahren in diesem Space sind, dass das größte Risiko im DeFi-Space man selber ist. Und zwar kenne ich mehr Leute, die Geld im DeFi-Space verloren haben, weil sie einfach nicht verstehen, was sie machen, weil sie mit irgendwelchen dubiosen Phishing-Websites sich connecten und auf einmal wird die Wallet leergeräumt, weil sie in unseriöse Projekte investieren, die nicht auditiert sind. Also meistens ist es wirklich der Nutzer selber und ich denke, das ist das größte Narrative. Ich meine, die großen DeFi-Anwendungen wie Uniswap, wie Compound, wie Aave, wie Liquity, die gebattle-testet wurden, wo Milliarden von Dollar durchgeflossen sind und auch aktuell darauf liegen. Noch keinen Hack, das gibt es bei solchen Plattformen nicht. Die ganzen Hacks, wenn man DeFi-Hacks liest, geht es immer darum, Bridges ist immer ein Thema, die werden gehackt und das zweite sind Landing-Plattformen, die Oracles nutzen. Das ist auch ein großer Punkt. Und was auch beim DeFi-Frank machen wir, müssen wir viel mehr Energie in Security reinstecken als bei Grizzlyfy. Grizzlyfy ist super safe. Das wurde mehrmals auditiert. Da wurden auch keine großen Changes mehr gemacht. Das Ding läuft. Da sind wir sehr confident, dass das Ganze funktioniert. Das Protokoll selber ist jetzt auch schon gebattle-testet worden. Also da machen wir uns keine Sorgen. Beim DeFi-Frank wollen wir noch Optimierungen bringen, weitere Collateral-Types akzeptieren. Dort müssen wir unglaublich stark schauen, dass wir nur Tokens als Collateral akzeptieren können, von denen es mindestens 2 oder 3 Oracles gibt, wo man die Preise von überall her ziehen kann. Ja, es ist spannend. Spannende Zeit auf jeden Fall. Und du würdest auf jeden Fall jetzt mal als Vertreter der DeFi-Welt hier fungieren, würde ich mal sagen, weil wir kennen es alle, Grizzlyfy, ein Aggregator für PancakeSwap, für BSwap mittlerweile. Richtig große Pläne mit Leveraged Liquidity Mining. Da habe ich halt richtig Bock drauf, dass das funktioniert. Da ist jetzt so die Frage, weil viele Leute, und ich schaue mir wirklich viele auf dem deutschsprachigen Raum an, englischsprachigen Raum, die sagen halt, okay, DeFi ist so der Grundgedanke des Cashflows, des Renditemachens, sprich eine Währung durch Inflation oder halt wie auch immer, wertvoll zu machen, weil du Rendite erzeugst, anstatt dass man den Grundgedanken nimmt von Bitcoin und sagt, okay, streng limitierte 21 Millionen Bitcoins und der Benefit, den es hat, ist die Limitierung und damit mache ich auch meine Kursgewinne. Ich mache keine Rendite, ich produziere damit keine Einnahmen, ich mache einfach Kursgewinn, wie bei Gold, wenn ich das so sehe. Und DeFi, da ist der Punkt der DeFi-Gegner, wo ich absolut d'accord damit bin, sagen, okay, du hast dann einfach Coins, die unter der Inflation leiden, du hast irgendwie einen gewissen Spielraum, wo du sagst, okay, es wird mehr gekauft, bis die Inflation einfach jeden einholt und wo sagst du, hat DeFi noch eine Grundberechtigung, bis auf das, dass ich jetzt sage,
Decentralized Finance ist ja auch schon, wenn ich Bitcoins auf einem Ledger halte, ohne irgendwas damit zu tun. Es ist dezentral, das auf jeden Fall. Wo sagst du, Decentralized Finance mit Rendite, Yield und Compounden und Leveraged irgendwas und Vaults machen, wo hat das so seine Grundberechtigung, würdest du sagen? Ich meine, Bitcoin ist meiner Meinung nach die einzige Währung, die ihren Wert daraus zieht, dass sie limitiert ist. Es gibt keine andere Währung, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn. Klar gibt es andere wie Dogecoin, wo man sagt, okay, es ist limitiert, aber das hat nichts, kannst du nicht vergleichen mit Bitcoin. Auch schon wenn Ethereum, wenn du BNB anschaust, wenn du Solana, Phantom, Avalanche und so weiter anschaust. Das sind alles Tokens, die eine gewisse Utility haben. Jetzt, der DeFi-Space allgemein zielt darauf ab, dass er kapitaleffizient oder dass du, dass jeder Nutzer kapitaleffizient, ohne über eine zentrale Partei gehen zu müssen, dass du da am Finanzmarkt teilnehmen kannst. Aktuell ist der DeFi-Space noch unglaublich primitiv und DeFi-Space ist so viel mehr als nur irgendwelche Tokens ausschütten, die Rendite verdienen und das sehe ich auch als eine unserer Aufgaben, das den Leuten näher zu bringen, weil ja, ein DeFi-Projekt muss so wachsen, seitdem Compound dieser Mechanismus von Liquidity Mining introduced hat, wo sie auf einmal Rewards ausgezahlt haben dafür, dass die Plattform genutzt wird, machen das alle und das hilft auch mega, um Adoption zu kriegen, um Liquidität zu bekommen. Aber Plattformen wie Aave zum Beispiel, das ist ein reiner Geldmarkt, wo Leute können Geld bringen und Leute können sich Geld ausleihen. Und dadurch entsteht halt, du hast Leute, die beides wollen. Du hast Leute, die wollen sich Geld ausleihen. Du hast Leute, die haben Geld, was sie einfach zur Verfügung stehen wollen. Und dann entsteht ein Markt. Also DeFi wird den gesamten Finanzmarkt irgendwann abbilden können. Aktuell denke ich auch, dass eine DEX super spannend sein wird. Wo wir gerade ein bisschen am Schauen sind. Ich meine, stell dir mal vor, eine DEX, die sich anfühlt wie eine zentrale Börse, wo du aber 24/7 handeln kannst, wo du Herr deines eigenen Geldes bist, es kann nie passieren, dass dir irgendjemand dein Geld wegnimmt. Es geht nicht, es wird nicht möglich sein. Es kann niemand ausgeschlossen werden, jeder kann mitmachen. Alles solche Dinge. Ich meine, aktuell hast du so viele Limitierungen und klar sehe ich schon, dass es Sanktionen gibt und so weiter, aber zum Beispiel Leute in Russland leiden unglaublich, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, die nicht wollen, die können auf einmal nicht mehr mit ihrer Karte bezahlen. Alles solche Dinge, was unglaublich falsch läuft in dieser Welt und eine dezentrale Alternative zum Geldmarkt braucht es. Es wird benötigt und da setzen wir an und daran glauben wir und da ist unser Ziel, dort Lösungen zu schaffen, die es mehr Menschen ermöglichen, daran teilzuhaben. Okay. Stimmt, ja, erreichbar ist es für viel mehr Leute. Das ist absolut so. Normal musst du dich verifizieren, irgendwo ein Bankaccount, was auch immer, und eine Wallet-Adresse, die erstellt man schnell. Ja, stimmt. Und DeFi ist es, glaube ich, aufgrund auch meiner Inhalte auf dem Kanal oftmals so irgendwelche Coins mit einem bunten Bildchen drauf, die schön viel Rendite bringen oder so. Aber so der Hauptteil, wo viel Geld drinnen liegt und das auch nicht verloren geht, ist jetzt zum Beispiel auf Curve, Convex, wo Milliarden Pools an Dollar, teilweise Stablecoins oder Ethereum mit kleinen Renditen von 3 bis 5, 6% vielleicht möglich sind, wo du große Summen hinlegst mit Sicherheit und kein Problem damit hast. Ich glaube, diese Art von DeFi, ja, ist, glaube ich, Store of Value technisch definitiv näher dran wie jetzt ein Pancake-Swap-Token. Und ich glaube, auf diese Art und Weise müssen wir uns leider damit zufrieden geben, dass DeFi nur so langfristig funktioniert und anders mit Shitcoins funktioniert es wahrscheinlich eh nicht. Dann ist es halt ein bisschen Spaß, ein bisschen Inflation und dann ist der Coin bald mal hinüber. Cool, ja, finde ich absolut berechtigt, den Punkt zu sagen, dass es für mehr Menschen ein Begriff oder nutzbar ist. Müssen sie erst lernen, soweit muss das erste Mal adoptiert werden. Bezüglich eurer eigenen Plattform, hier habe ich zum Beispiel Ethereum drinnen und Bitcoin drin liegen und kann diese beleihen. Da borge ich mir den DCHF aus, das ist ja die Abbildung vom Schweizer Franken im Endeffekt und kann die aktuell staken, bekomme Moneta dafür, einen Reward-Token. Wie würdest du jetzt sagen, ist die Gefahr jetzt groß oder wir können die Gefahr mal ausschließen, dass ihr das Rugpullen könnt? Ist es richtig? Wenn ich meine Funds im MetaMask drinnen habe, könnt ihr nicht Rugpullen und mein Wallet leerziehen, richtig?
Nein, wir haben ein Certic Audit gemacht, das wird nicht gehen. Okay, perfekt. Das würde natürlich dann sonst drinnen stehen. Und der nächste Punkt ist, wenn ich jetzt so einen Ledger habe, kann auch keiner sich irgendwo einhacken, außer hat meine Private Keys. Drum immer höchster Schutz auf Private Keys legen, ist, glaube ich, ein ganz primitives Ding. Wie würdest du aktuelle Situation beschreiben, wenn wir uns die Durchschnittsversicherung ansehen? Ich meine, wir hatten dann einen ordentlichen Wick nach unten bei Bitcoin und Ethereum, beides. Wie würdest du sagen, ist das ein Risiko, wenn jetzt Mass Liquidation kommt, negative Schulden im Protokoll? Ist das so möglich oder glaubst du, ist die Gefahr jetzt größer? Nein, das geht gar nicht, das ist gar nicht möglich. Jeder Nutzer ist für sich selber verantwortlich und die Plattform liquidiert einfach die riskantesten Nutzer, um das Gesamtsystem aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du, so wie jetzt du, einfach sicher die Plattform nutzt, dann kann da nichts passieren. Das Protokoll ist auditiert von Certik, das ist gefolgt von Liquity, das hat schon wesentlich krassere Crashes durchgemacht. Liquity hatte die größte Liquidation in der Geschichte von Krypto. Hat Okay. auch alles super geklappt. Da wurden mal, wie viel waren es? Ich glaube, 10.000 Ethereums oder so wurden liquidiert. Oder 20.000 Ether wurden liquidiert. Und das hat alles wunderbar geklappt. Okay, das ist ordentlich, weil eben Stability Pool, aus dem wird dann quasi die Liquidation bezahlt oder halt im System, ohne irgendwelche negativen Schulden zu haben. Das glaube ich mit dem Total Value Locked. Wie schätzt du das Verhältnis, wenn jetzt hier Massenliquidierungen stattfinden würden? Wir würden hier 50% quasi auffangen können oder so 40%. Ist ein gutes Verhältnis. Stability Pool to Total Value Locked, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was noch viel wichtiger ist, ist das DCR in Circulation, oder? Wie viel sind in Circulation und wie viel sind im Stability Pool? Stimmt. Das sind praktisch alle im Stability Pool. Also die DeFi-Frank-Plattform schätze ich als unglaublich stabil ein, als sehr, sehr sicher, eben weil sie von Liquity geforkt wurde, eben weil sie von Certik auditiert wurde. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe auch auf der DeFi-Frank-Seite selber das meiste meines Geldes drin. Ah, absolut krass. Auch mit dem Ledger gesichert wahrscheinlich. Da muss ich natürlich wie immer kurz Werbung machen. Wir haben eine Telegram-Gruppe, wo jeder von euch, der noch keinen Ledger hat, einen Rabattcode bekommt. Die suche ich euch schnell raus. Und wenn ihr den Rabattcode nehmt, entweder der ist ein bisschen günstiger. Das Hauptding ist, ihr bekommt dort die Chance, dass ihr euren Link reingibt. Das heißt, ihr bekommt 5 Euro, wenn es irgendjemand aus der Gruppe kauft. Da sind einige Leute dazugekommen. Wenige Links wurden gepostet. Also vielleicht bekommt ihr dann noch ein paar Bonus-Dollars für eure Ledgers. Nehmt so einen, kauft so einen. Das wird auf jeden Fall kein Fehler sein, wenn eure dezentrale Börse oder zentrale Börse in den Arsch geht. Ihr braucht sowas grundsätzlich. Eine Frage jetzt noch, weil ich dich ja auch wunderbar befragen kann, generell zu DCRF. Wir warten da, glaube ich, alle auf ein richtig spannendes DeFi-Produkt, wo ich Leveraged Liquidity Mining haben kann. Und der Leon hat es, glaube ich, in der Gruppe gepostet, dass da noch getestet wird und gewartet wird. Und jetzt in einem Bärenmarkt macht es natürlich doppelt, dreifach Sinn. Ich kaufe jetzt auch schon mit Hebeln ein, weil ich denke, dass es hochgeht und hoffe, nicht liquidiert zu werden. Leveraged Liquidity Mining, wann dürfen wir da was erwarten, auch wenn du nicht der Spoiler Grizzly bist? Genau, die meisten DeFi-Hacks passieren aufgrund von Oracles. Der DeFi-Frank, wenn man jetzt von Leverage spricht, der braucht Oracles für das. Wir schauen, dass wir das so sicher wie möglich machen, weil die ganzen Hacks, die sind relativ trivial passiert. Also das kann man alles relativ stark umgehen, was die falsch gemacht haben. Es geht trotzdem darum, das Thema so gut wie es geht zu testen. Also das ist schon fertig programmiert. Wir müssen es noch testen, wirklich auf Herz und Nieren prüfen, dass da wirklich alles in Ordnung ist und es auch noch auditieren lassen. Und dann, sobald wir ready sind und alles gemacht haben, um die Sicherheit zu garantieren, können wir das Thema releasen. Kann plus minus, schätze ich mal, so einen Monat noch dauern. Und wenn jetzt theoretisch ein Hack stattfinden würde bei der DCRF-Plattform, angenommen, ja, gibt es da so eine Art Hard Cut, wo es heißt, okay, so viele Funds können maximal gezogen werden oder irgendwie ist es auf verschiedenen Wallets gebackt oder so. Ist das vorhanden? Gibt es sowas in der DeFi-Welt? Das kann nicht so ein Hack, es kann jetzt nicht einfach jemand kommen und einfach sagen, ich hack mich jetzt in den Smart Contract rein, das funktioniert nicht. Also auch bei allen Hacks,
Es kann niemand herkommen und einfach den Contract leeren. Das geht nicht. Wie funktionieren DeFi-Hacks? Ein Smart Contract ist ein Contract, der hat gewisse Regeln. Und diese Regeln muss er befolgen. Er befolgt die einfach ganz stupide. Und wenn jetzt jemand herausfindet, wie er sich diese Regeln zunutze machen kann, um dem Smart Contract, dessen Computer, der arbeitet irgendwelche Regeln ab, wenn ich die Außenwelt jetzt so verändern kann, dass zu meinem Vorteil, dass wenn er diese Rechnungen und diese Regeln ausführt, dann hast du einen Exploit gemacht. Ein Hack gibt es nicht. Es gibt keine Smart Contract Hacks, wo sich jemand reinhackt und dann einfach das Geld rausnimmt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Dass die ganzen Mechanismen beim DeFi-Frank funktionieren so: Du hinterlegst mehr, als du rausnehmen kannst. Was möglich wäre, ist, wenn du dem Smart Contract sozusagen vorgaukelst, dass das, was du reingibst, Was viel wert mehr hat. Wert Ja. hat, als es eigentlich hat, oder? Wenn du sagst, ich habe 1 Dollar und ich krieg's jetzt irgendwie nicht hin, dass der Smart Contract denkt, das sind 100 Dollar, dann könnte ich 90 rausnehmen, wo ich eigentlich nur einen reingetan habe. Also Das ist ein das wäre ja genau, wie es FTX gemacht hat. Die haben FTT-Token, die was wert waren, wo hinterlegt und drauf einen Kredit genommen. Die haben im Endeffekt den Kreditgeber geexploitet. Ein illiquides, hochgepreistes Asset hergeben. Okay, also das wäre theoretisch möglich, wenn du den Contract an der Nase herumführst. Genau, das ist ganz wichtig. Die Leute müssen das verstehen. Wenn es heißt DeFi-Hack, dann denken die Leute, ah, oh, das ist irgend so ein russischer Hacker, der sich in Genau. seine Welt reingehackt und hat es geschafft, hat es geknackt. Man spricht von Smart Contract-Risiko, es gibt immer einen Smart Contract. Leute sprechen von Non-Turing-Complete, das ist alles Schwachsinn. Niemand kann sich in einen Smart Contract reinhacken. Der Smart Contract ist geschrieben, die Regeln werden befolgt, der ist auf der Blockchain, die Regeln werden nicht mehr geändert. Und was du aber machen kannst, du kannst die Außenwelt so beeinflussen, dass du halt mehr rausziehen kannst, als du eigentlich dürftest. Das geht. Wie kann man das verhindern? Indem man nicht nur eine Source of Truth hat, also nicht nur eine Quelle der Wahrheit. Wenn du nur an einem Ort fragst, hey, wie teuer ist dieses Asset, Stimmt. was du als Collateral hinterlegst, Ja, ja, sondern bei mehreren und da sogar noch ein Zeitdelay einbaust, weil bei uns ist super einfach, beim DeFi-Frank ist super easy. Das erste Collateral wird ein Stablecoin-Liquidity, also ein Stablecoin-LP-Token sein. Den kann man überall auf mehreren Plattformen kann man da den Preis sich herholen und ein Hacker kann nicht alles gleichzeitig den Preis irgendwie verschieben und gleichzeitig werden wir einen Time Delay machen, weil wenn jemand ein Stablecoin in eine Richtung drückt, was eh fast unmöglich ist, da brauchst du richtig viel Cash dafür, ja. dann wird er innerhalb von kürzester Zeit runter arbitragiert wieder. Das heißt, das wird Stimmt. über 5 Minuten einen Durchschnitt gemacht von diesem Preis, von diesem Asset, von drei verschiedenen Quellen. Das ist so sicher, das geht gar nicht mehr, oder? Deswegen fühle ich mich auch so confident. Ich fühle mich viel sicherer, wenn ich DeFi nutze, als wenn ich jetzt mein Geld auf einer Exchange habe. Ich habe viel mehr Geld auf DeFi, als ich es auf einer zentralen Börse habe, weil ich habe die Kontrolle. Wenn irgendwas passiert, dann bin ich verantwortlich. Dann habe ich. Wer wusste, dass FTX so hart verschuldet ist? Wer wusste das? Naja, Keiner wusste eben das. niemand, ja. Da bist du einfach hilflos. Wenn irgendwas passiert, du bist einfach abhängig. Und ich habe das Gefühl von Abhängigkeit nicht gerne. Ich mag das gar nicht. Wenn ich nicht selber die Kontrolle über eine Situation habe, das gefällt mir gar nicht. Und deswegen müssen es viele Leute verstehen. Was ist ein DeFi-Hack? Das ist nicht einfach random, wurde jetzt DeFi gehackt oder ein Protokoll wurde gehackt. Einfach so, oh, das ist jetzt einfach passiert. Das funktioniert nicht so. Wenn du ein DeFi-Projekt hackst, dann nennt man es nicht Hack, sondern es ist ein Exploit. Du hast einfach die Außenwelt so beeinflusst, dass die Regeln, die er befolgt, einfach zu einem falschen Ergebnis führen. Krass, Und krass. Ja, macht Sinn auf jeden Fall, wenn ich auf einer Börse irgendwie einen Coin auf 100x pumpe und darauf Geld beleihen kann, dann okay, da ist der Fehler offensichtlich. Was halt genau. für DeFi oder zentrale Sachen spricht, ist halt so das Buchhalterische. Ich bekomme, auch wenn ich 100 Trades am Tag mache, eine Möglichkeit, eine Excel-Tabelle zu downloaden und dann wunderbar einfach meiner Steuerberaterin hinzugeben, anstatt dass ich eine MetaMask-Adresse wirklich die Transaktionen Mega. nachvollziehbar. Das ist eine Katastrophe, ja. Mega.
Da ein Steuertool oder so, das wäre noch ein Benefit. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Meine, wir schauen uns jetzt an, weil was ist DeFi? Jeder hat die Kontrolle über sein eigenes Geld. Es ist noch nie so aktuell gewesen wie bisher. Das ist so Ja. ein aktuelles Thema. Jeder fragt sich gerade, wo soll ich jetzt mein Geld haben? Viele Leute gehen jetzt einfach raus aus Krypto, weil sie sehen keinen Ausweg. So, soll ich Ja. meine Kryptos halten, wenn ich nicht mal FTX trauen kann? Ja. Weißt du? Mega, mega spannend, mega schlimm für den Space. Die Leute müssen verstehen oder die Leute werden langsam immer mehr verstehen, dass es wichtig sein wird, Herr seiner eigenen Funds zu sein. Und jetzt schaut man sich an, oder das machen wir jetzt aktuell. Was am DeFi-Space aktuell hält die Leute davon ab, das zu nutzen? Das erste ist zum Beispiel das Onboarding. Du musst zuerst MetaMask installieren, 12 Wörter abschreiben, ja, nicht verlieren, steht in Rot, da kriegst du direkt schon ein Scheißgefühl. So, oh Scheiße, wenn ich den Code verliere, dann bin ich am Arsch, oder? Das Ja. ist so, einfach so, du fängst schon an mit Negativität. Dann, was ist das nächste? Du möchtest irgendwo einzahlen. Oh, ich habe keine Ether, ich muss jetzt noch Ether schicken. Musst trotzdem wieder auch über eine zentrale Börse gehen. Weil du musst ja Gas-Fees bezahlen. Was wäre, wenn du keine Gas-Fees bezahlst? Was wäre, wenn es wie bei FTX oder Binance ist, wo die Gas-Fees einfach abgezogen werden, wenn du 10.000 Dollar USDTs in einen HIVE, in einen Liquidity Pool investierst? Warum sollte nicht einfach 10 Dollar abgezogen werden, damit die Gas-Fees gezahlt werden? Aber du brauchst nicht noch blöde Ethereums oder BNBs auf deinem Wallet. Das ist auch so ein Ding. Also gibt es mega viele Dinge. Steuerreport, da brauchst du ein Backend, wo alles trackt, was passiert. Dann kannst du es auch e exportieren. Wir schauen uns gerade alle Themen an, alle möglichen Hürden und Barrieren, die wirklich wahres DeFi, nicht so Pseudo-DeFi, hey, mach dir trotzdem einen Account bei uns und da, die Gelder sind trotzdem bei dir. Wir glauben, jeder Mensch sollte Herr über seine eigenen Gelder sein. Das ist einfach mal basic. Das sollte einfach so passieren in Zukunft. Und ich meine, du siehst es auch jetzt immer mehr. China gehen die Banken am Arsch. In der Schweiz Credit Suisse. Riesen, riesen Debakel. Deutsche Bank. Alles solche Banken, die vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren einfach kurz an die Wand gefahren werden, kann auch sein. Und Ja. dann nützt dir auch nicht mehr diese, ja, Versicherung ist versichert. Scheiß, wenn die Deutsche Bank einfach mal Geld, wenn das einfach puff weg ist, woher sollen sie denn das Geld nehmen, wenn du versichert bist, um dir das zu zahlen? Das geht ja gar nicht. Wo Ja, soll das ja, ja. herkommen? Auch spannend. Seit dem Konflikt mit der Ukraine sagt Deutschland, sie wollen jetzt ihr NATO-Budget auf 100 Milliarden hochstocken. Woher kommt denn das Geld? Ja, Woher es kommt das? entwertet Und unseres. ja, und im DeFi-Space oder einfach allgemein in der DeFi-Technologie hat jeder sein Geld. Das ist wie früher Bargeld. Die ha Leute haben es früher einfach unter die Matratze gehauen, haben Ja. Goldbarren bei sich gelagert. Da konnte keiner kommen und die das wegnehmen. Klar, wenn eingebrochen wird, ist halt dumm gelaufen. Aber ihr wisst, was ich meine. Da ist nicht einfach so, alright, jetzt ist erstmal gestoppt. In Kanada haben sie Leute, die protestiert haben gegen irgendwelche Covid-Restrictions, haben die einfach das Konto gesperrt. Genau. So crazy. Das ist so Genau. crazy. Warum? Das wird immer mehr. Das wird immer mehr. Es ist nie so wichtig gewesen wie jetzt, dass die Leute checken, dass sie ihr Geld selber verwalten müssen. Und Ja. da sehen wir es als unsere Aufgabe, die Tools zu liefern, dass das so einfach wie möglich funktioniert. Jetzt aktuell haben wir noch eine bunte und coole Plattform. Vielleicht kommt demnächst was Neues, was anderes, wo wieder ein Step vereinfacht. Oder es wird. Das ist unser Ding. Wir wollen so viele Steps wie möglich vereinfachen und das auf Ethereum, auf BNB-Chain, auf allen großen relevanten Chains wollen wir es möglich machen, dass jeder seine eigenen Funds hat, investieren kann in etwas, was man greifen kann. Weil Liquidity Mining oder Yield Farming an sich kann man unglaublich geil greifen. Das ist so, alright, wenn man es wirklich verstanden hat. Was ist Lending and Borrowing? Du knallst sozusagen überschüssige Kryptos, knallst irgendwo rein. Jemand anders leiht sich's aus, weil er irgendwelche riskanten Trades machen will. Fein, er zahlt dir einen Zins. Gut, weil so viele Leute verstehen auch das traditionelle Finanzsystem auch nicht. Woher kommt die Rendite bei Dividenden? Was ist in Obligationen? Was ist jetzt ein Indexfonds? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und das wird immer von irgendwelchen Leuten gemanagt. Die nehmen sich immer irgendwo eine Gebühr. Die verdienen alle Ja. Geld an dir.
Und hier kannst du einfach selber, du brauchst diese Leute nicht mehr. Das ist ein Riesen-Step und das müssen die Leute verstehen. True, true. Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall extrem viel und wertvoller Inhalt, den man verstehen muss, wenn man im DeFi-Space unterwegs ist. Und ich glaube, wir haben da gerade so viel abgedeckt, dass da mal viel verarbeitet werden muss. Nur damit ihr das versteht, Leute, warum jetzt der Andres hier sitzt. Und da wird wieder irgendwas geschrieben mit, du wirst bezahlt und was auch immer was. Nur so als Beispiel, wenn ich Infos brauche, bin ich genau wie jeder andere vor dem Bildschirm, google etwas oder was auch immer, muss nachfragen. Und weil das Ding halt folgendes ist, weil ich halt wirklich Leute anrufen kann, die sich auskennen wie Andres, dann nehme ich sofort die Möglichkeit und nutze das, weil man da richtig gute Inhalte bekommt. Bei PancakeSwap erreiche ich niemanden, der deutschsprachig mir was über DeFi erzählen kann. Bei irgendeiner Kronos-Dex auch nicht und sonst wo keine Chance. Drum richtig, richtig cool, dass wir hier quasi First-Hand-Infos haben und ihr einfach mega cool Bildung macht und halt das supportet. Drum ein mega Danke an dich, Andres, dass du hier dabei bist. Gerne. Mega, mega cool. Und Gerne. wir sehen und hören uns dann sicher wieder irgendwann mal in Schweiz oder Yes. Dubai. Yes. Grigori besuche ich ja und den Oliver im Ah, November. Genau, cool. bin in 2 Wochen dort und da gibt es sicher Nice. auch hoffentlich schon News und was auch immer, sind wir dann Definitiv. einfach mal gespannt, würde ich sagen. Cool. Kannst dich freuen. Mega. Vielen Dank fürs Perfekt, Hosten. perfekt. Dementsprechend danke dir und danke fürs Zusehen bis zum Ende. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao.